Wenn er sich gerade nicht mit Wissenschaft beschäftigt, widmet sich der Gentleman Scientist gemeinsam mit seinem Chat Geschichten. Was er dabei erlebt, das erfahrt ihr hier in Gentsy's Journal. Das war eine geile Szene. Das hat mir richtig gut gefallen. Thermal lances? Better not play with that. So, hier waren mal Ratten. Ich weiß nicht, ob beim letzten. Waterproof capsules. What do they use that for? Das Storyboard, die Beziehungscharaktermap muss der Wahnsinn in Tüten gewesen sein. Absolut. Also, ein dreifaches Hauch auf die Storywriter dieses Spiels. Alter Verwalter, ey. Oh, guck mal hier. Eine Vorahnung. Oh Gott. Wir haben ein echtes Nahrungsmittelproblem, Leute. Das ist Hilda. Vor MM, die tot ist. Das könnte das Szenario sein, wenn wir die Verräter nicht aufdecken. Und die Domäne verliert und gleichzeitig bleiben wir in der Domäne und gehen nicht zu den Anarchen hier. Servers. But they're inactive. The network servers can't be far. I'm getting closer. Okay. Yes! At last. Hi. Holy moly, Leute. Damit habe ich nicht gerechnet, dass der jetzt nochmal kommt und stumm macht. Vor allen Dingen habe ich nicht damit gerechnet, dass wir ihn tatsächlich erschießen. You can never be too careful. So. This is their server room? I don't see them. Two-person activation required? No way. I've got to find a way to do it alone. They use the water from the bay to cool the servers. So, die Server müssen wir jetzt Two-person activation. Time before the second button is activated. 5 seconds. That's not much time. Können wir hier gleich die Serverkonfiguration ändern? These things give off a ton of heat. I understand the cooling system better now. Wo waren das? Dass wir das ändern konnten. Habe ich das jetzt? Das habe ich, muss ich ja offensichtlich übersehen haben. Ja. Eins drücken. Drücken. Okay, müsste jetzt rein in der Theorie. Genau.
Haken. So. Jetzt nicht unter Druck setzen lassen. Gefäß, Administrator-Passwort. Datenbank durchsuchen. Genre. Muss anklicken. Ich wollte schon selber tippen. Genre Komplexe. Suche 0. Komplize, Informant, Ergebnisse 2, Rückmeldung, Verhör, Informant. Von Emmett Olsen an James Bram. Betreff Feedback zur Informationsbefragung. Sehr geehrter Mr. Bram, das Verhör des Informanten endet mit einem ziemlich eindeutigen Ergebnis. Was ich die Vermutung habe, bestätigt, ist ein Klampern Hilfe von einem Komplizen. Scheint Hilfe von einem Komplizen zu haben, nach engen Aussagen des Informanten und ihm das Komplizen zu haben, vor uns zu sein, was die Festnahme erklärt, verweigert sich jedoch, uns einen Namen zu nennen. Wir hoffen auch, die dieser Person beim nächsten Verhör zu erfahren, dass in Kürze stattfinden wird. Bitte sehen Sie sich diese Aufzeichnung aus der letzten Sitzung, die ich kürzlich auf dem Server hochgeladen habe. Ich habe das übliche Benennungssystem für Verhöre befolgt. Wir werden uns bald weitere Informationen bei Ihnen melden. Aktualisieren wir Informantenakte, Ben. Wir haben Neuigkeiten über unseren Informanten. Ich möchte, dass Ihr Glücker bei einem Komplizen hat. Ich erkläre dir jetzt gebannt seine Handschrift. Mhm. Zwei verschiedene Personen, selben Codenamen benutzt. Wäre gut, eine Sitzung zu vereinbaren. Sehen, wo wir stehen. Diese Informationen werden Ihnen helfen. Mein Sekretär wird sich in Verbindung setzen. Ja, übliche Benennung. Nomenklatur. Verhör. Aufnahmeprotokoll. Memo zum Protokoll für die Aufzeichnung von Verhören. Jedes Verhör muss aufgezeichnet werden. Aufzeichnung muss den zentralen Server für den dafür vorgesehenen vertraulichen Ort hochgeladen werden. Aufzeichnung muss wie folgt benannt werden. Verhör, Identität der verhörten Person. SD-Karte mit der Originalaufnahme muss formatiert werden, nachdem die Datei auf den Server hochgeladen wurde. Allein in dem Video- und Audioaufnahmen enthaltenen Informationen vertraulich dürfen nur mit vorheriger Genehmigung eines Vorgesetzten weitergegeben werden. Bei Fragen oder Problemen hochladen, Verdateien bilden sich an Samantha Rowan. Okay. Name Corvus Protokoll 0. Name Verhör SD-Karte 0. Verhörten Person. Verhör, Identität. Drury Verhör. Ergebnisse laden. A name, Jara. Give me a name. I want to find your shadow. Who is the other Corvus? Tell me. Betrayed you. Why protect him? It's not her. I protect him. Her? Interesting. Who is she? Stop! Stop! Her name. Ja. It can't be. Why on earth would you do that? Hilda. Damn it. So she's the mastermind. Hilda. I've got to get a grip. I'm here for the virus. I'll deal with the rest later. But why? Don't have a choice. It's over, Jara. You're just postponing the inevitable. Hannigan, purify this poor creature.
War's doch, Chara? Zurück. Okay. Okay. Administrator. Passwort. Genau, Datum, an dem die Organisation gegründet wurde. Organisation Boston. Erstellung. Genau vor 4 Jahren, also 09092014 ist das Passwort. Okay, brauchen wir noch irgendwas? Können wir noch irgendwas rauskriegen? Jara Drury Daten? Nein. Komplizen haben wir. Builder McAndrews können wir nicht auswählen. Kein Verhör zu Corvus. Daten von Corvus. Identität von Corvus. Identität von Corvus, Nachbesprechung, Bericht ermühen, was das Verhörprotokoll angeht, bezweifle, dass Stanford uns in seine Methoden eingreifen lassen wird. Er ist ein Mann Gottes, er fordert nicht erläutert. Teil 1 die Meinung zur Rettung der Lehrkörper. Tod von Jara Drury wird unsere Fortschritte ernsthaft beeinträchtigen. Entdeckung ihres Namens war ein großer Fortschritt nach vorne. Lebendig hätte sie uns mehr sagen können, insbesondere die Identität des anderen Corvus. Wir werden versuchen, mit Stanford zu sprechen, um die wirkliche Lage zu erklären. Joe Lovelace. Okay. Keins Kinder Sicherheit. Okay, na gut. 09092014 bestätigen. 09092015, 4 Jahren. Suchen und zerstören Bad. Okay. Kann sein. Yes, it's working. Okay. Gotta get the hell out of here now. Kann sein, dass Jara Drury nicht die richtige ist. Andererseits... Es passt vieles, aber ein paar Sachen passen nicht zusammen. Wir werden sehen, wie sich das am Ende auszahlt. Ich finde es übrigens spannend, dass wir Erfahrungspunkte kriegen, und zwar einen ganzen Batzen. Sehen wir MM nochmal wieder? Also, vielleicht gibt es da jetzt noch eine Szene, die wir freigeschaltet haben. Aber es ist ja eigentlich Quatsch. Okay, verfügbare Erfahrung. Brauchen wir hier noch was? Haben wir auch... eigentlich jetzt unsinnig hier. Besser ist es, wir arbeiten hier an unseren Fähigkeiten.
Aber ich würde diesmal tatsächlich versuchen, Leisha dazu zu kriegen, in der Domäne zu bleiben. Wir brauchen ihre Erkenntnisse über den Verräter, glaube ich. Ja, wir versuchen das mal so. Eventuell hat Jory sich da ja in irgendwas reingewirrt und Hilda als zweiter Korvus hat sie gegen Joras ursprüngliche Intention mit uns verderben lassen. Ja, vielleicht. Vielleicht. Stop it! Don't do that! It's with me! Unser Mädchen. What the fuck? Wait a sec. Immer noch so völlig. Ich komme auf diese Szene nicht klar. Es sind schon wieder ein paar Soldaten sad. Ein bisschen. Weiße Sicherheitskarte. Wir brauchen aber die blaue Sicherheitskarte. Gucken wir nach dem Schlüssel. Wir brauchen, glaube ich, alles an Willenskraft später für Elsie. That's of no use to me right now. Blaue Sicherheitskarte. Das ist ja schon mal gut. Dann brauchen wir noch den Rücksetzcode. Rote Sicherheitskarte. Schlüssel eines Wissenschaftlers. Kriegen wir den Schlüssel da hinten, den Dings auf? Grüne Sicherheitskarte, danke für nichts. Kennen Sie die Zeit tickt? Ja, danke. Danke. Anweisung, Notfallprotokoll, Rückstellcode. Das war das Ding mit, wir wissen nicht, was für ein Typ das ist. Okay, was steht da drauf? Das war abgerubbelt, ne? Das war das Problem. I need some kind of tool.
Unsinn T6. No, leave me alone. Don't hurt me. This machine supplies the gas and water to the containers. Hallo. Don't come any closer. Or else what? You can't do a thing to me. You're terrorized by fear. You don't trust anyone or anything around you. People, objects, everything seems dangerous. You can't tell what's real and what's just in your head. It's a nightmare. Yes, but a waking nightmare. Or not, you won't be able to tell the difference. Oopsie. Oops, I did it again. I played with your head. Got lost in the game. Wir heißen alle T6. Das ist doch nervig. Wie habe ich denn das rausgekriegt? Aber dann ist der wahrscheinlich auch ein T6. Der ist ein T6 CLA 9000 irgendwas. Wie viel Zeit haben wir noch? 7 Minuten. Da kann ich ja eine Runde chillen. Mikey just doing Mikey things. Irgendwie schon, ne? So, können wir uns ein bisschen Zeit kaufen. Das ist doch schon mal was. Ich bin auch der Meinung, ich habe das irgendwie über die letzten Buchstaben rausgekriegt. Und shit! I broke it! I gotta find something else. Was? Scheiße, man kann auch noch den falschen verwenden. Man kann den falschen verwenden. Jetzt muss es flott gehen. T6 CLA 678053. Stimmt, es ging um die Nummern. Nee, Stormwormen, leider nicht. Es ist nicht P. Es ist nicht S. Es ist nicht J. Nicht P, nicht S, nicht J. Nee. Lass doch den Kack offen. T6 CLA, nicht P, nicht S, nicht J. Also wahrscheinlich entweder ohne Buchstaben oder L. 678053. 678053, 678053, 678053. Bitte brenne nicht unser Töchterlein. Mom? Oh, die Medis haben aufgehört. Richard hat uns angelogen. Richard kann uns nicht mehr wehtun. Richard paid for his lies. I destroyed him. I don't care. It doesn't matter. You left. Wait. Let me at least. You hurt me too. Habe ich das letzte Mal schon verkackt? Stop it. Stop. I have to do this.
I have to. Okay, es ist nicht 678053. 7 Minuten noch. Dann ist es 260, 296. Ja. Mom? I'm here, Pumpkin. I sense fear here. Where are we? What's going on? Wir sind auf einer Insel. It's not far from home. An island just off the coast of Boston. How did I get here? You took a boat. And so did I. A boat? Like when we came over from France? Yes, that's right. Do you remember sailing to Boston? You were very good. Yes, I remember. It was fun. But hurry! I'm so scared! I can do this. So. Jetzt habe ich das hier offen. So. Darf ich den jetzt hier aufmachen? Mom. Jetzt nerv nicht, du verbrennst gleich, Kind. I was so sad before. And then I started to get used to you not being there. And now you're back and it's all getting mixed. Why did you come? Mr. Teddy. Because I'm not the only one who missed you. Mr. Teddy insisted on coming with me. We're... It'll be the three of us again? Yes. We'll be a family again. Forever. I don't want to go back to the prince because they'll be mean to us! And it'll start all over again! No, I won't let them. You already left me once. Sie haben mich glauben lassen, dass du vernichtet wurdest. Jetzt bin ich hier. I can't make up for everything, but I didn't choose to be separated from you. I thought you were still with me, all the time, everywhere I went, because I wouldn't have been able to bear the idea that you weren't there. So I'm sure that what you went through was... But it's over, Sweet Fangs. I'm here. Oh, Mom! Nothing will ever keep us apart. Ever again. We're not crazy, sweetie. It's the world around us that's crazy. I want to go far away from here, Mom. Yes, yes, we'll go far away. Nein, nein, wir wollen in der Domäne bleiben. Let's get some things from the Institute and we'll leave. Mm. Okay, Mom. That's what I want to do with you, Mom. Oh, come on, come on, come on, come on. Okay. Oh, come on. Oh, it's open. Oh, Halsey, Halsey. Oh, oh. Mom! Oh, sweetie. Oh, sugar fangs. Come here. Oh, sweet pea, come here. Oh, come here. Oh, I'll never leave you again, sweet pea. Promise me. I promise, I swear. Come here. Oh, let's go, come on. Das ist nicht das Ende, das ich erreichen wollte. Aber ich habe das Gefühl, wir kommen da nicht raus, weil das Gespräch mit Halsey wird immer diesen Twist nehmen. Ich habe Angst davor, was passiert, wenn Halsey stirbt.
Weil ich glaube, das ist der einzige Weg, wie wir hier das Ergebnis ändern können. Was sagt denn der Chat? Wollen wir das ausprobieren? Wollen wir gucken, was passiert, wenn Halsey stirbt? Weil je nachdem, wie es Leisha dann geht, könnte es für das große Ganze der Domäne besser oder schlechter sein. Und ich traue diesem Spiel zu, dass man für das beste Ende hier verlieren muss. Also das beste Ende für die Domäne. Das ist ein furchtbares Ende für Leisha. Konfrontation verlieren. Nee, Latifi, ich spreche davon, die 10 Minuten auszusitzen und sie verbrennen zu lassen. Wir könnten auch die Konfrontation verlieren. Ich befürchte allerdings, dann wird Halsey uns umbringen. Da bin ich mir relativ sicher, dass das passiert. Die Frage ist, was passiert, wenn wir sie verbrennen lassen? Ich habe die Befürchtung, dass Leisha darüber zusammenbricht. Dass sie das nicht verkraftet. Weil ich meine, sie hat sich herzlich eingebildet, als sie nicht da war. Also ich habe das Gefühl, die können nicht, die sind nicht funktional ohne einander. Callegation sagt, probieren geht über studieren. Okay, wir versuchen das. Wir wissen ja jetzt im Zweifel relativ zügig, wie wir es durchkriegen. Wenn wenn es schief geht. Überspringen jetzt mal hier die Zwischensequenzen. So. Wir haben ein bisschen Zeit. Zehn Minuten. Wir machen das jetzt einfach so. Und gucken mal, was passiert. Genau. Kaffeepause. Vermutlich hat es noch einen Einfluss, ob du vor X-Kapitel den Trank von Richard genommen hast oder nicht oder so. Könnte sein. Es kann auch sein, dass der einzige Einfluss ist, ob wir im Salon Rouge... also die Einbildung von Halsey sehen oder nicht. Das ist ja die Auswirkung, die es unmittelbar hatte. Möglicherweise war es das, weil es schützt uns hier nicht. Das ist so ein bisschen was ich vielleicht erwartet hätte, dass es uns hier davor schützt, sie jetzt zu sehen. Aber ich glaube, was wir hier sehen, ist nicht ihre Einbildung. Also nicht, dass es nicht Leishas Version von Halsey, was sich hier zeigt. Das ist Halsey, die in unserem Kopf ist. Na, das sind unterschiedliche Dinge. Warum macht das hier eigentlich im ganzen Raum so einen Krach? Wenn einer dieser Dinger an ist, das ist ja eigentlich auch, ne, also völlig unnötig. Aber gut. Willkommen im Wartesimulator mit rotem Licht und Tröd. Ja, I'm sorry, da müssen wir jetzt alle durch. Einfach gehen.
kann mich ja mit Auspacks mal ein bisschen umschauen. So, wir haben ja das letzte Mal, die letzten Male alles unter Zeitdruck gemacht. Aber ich glaube, ich habe das letzte Mal Auspacks auch mit angehabt, um im Zweifel Hinweise schneller zu sehen. Hilft uns aber im Zweifel alles nichts. A magnetic card reader and a keypad that seems to be locked. Callegation löst eine Garbage Explanation ein, um die Zeit zu überbrücken. Hersey in Leishas Kopf, die muss dann aber schon länger da drin sein, oder? Mit Holz im Herz kann die ja keine Disziplin etc. einsetzen, right? Ich glaube, sie nehmen sich da Freiheiten gerade, Latevi. Ich glaube, das ist genau das, was hier passiert. Und das ist auch das, weswegen sie die ganze Zeit sagen, dass es, sie ist ungewöhnlich mächtig. Ne? Weil sie hat ja auch, also sie hat das, weiß ich nicht, ob sie das schon mal gemacht hat, aber hier ist es auf jeden Fall so, dass sie doch, das hat sie oben im Verhörraum auch schon gemacht. Wo der eine Soldat sich umgebracht hat. Ich glaube, das ist, was hier passiert. Das ist Halsey, die, obwohl sie gepflöckt ist, Beherrschung einsetzt. Was nicht ganz Kanon ist, da hast du recht. Aber ich glaube, ja, das passiert hier. Garbage Explanation. Wozu der Alarm, wenn so ein Feuerrufen an ist? Das kann ich euch erklären. Der Punkt ist hier. Wir haben es mit einem Gasverbrennungsofen zu tun. Wir wissen alle, ne, hier, wir sehen das hier, ne, Gas und Wasser. Genau, 5 Minuten bis zur... Ach, das kann man hier jetzt auch noch mit Auspacks verfolgen. Ja gut, das hilft uns wenig weiter. Aber es zeigt uns, welcher der richtige ist. Garbage Explanation, genau. Also, warum so ein Riesenalarm, nur wenn so ein Gasofen an ist? Wir wissen doch alle, Leute, Gas ist gefährlich, ne? Und Gasöfen sind mega gefährlich, wenn sie nicht richtig gehandhabt werden. Das ist bei so einem handelsüblichen Haushaltsofen überhaupt gar kein Problem. Aber bei diesen Dingern, die dazu da sind, ne, Körper einzuäschern, da werden natürlich enorme Temperaturen erreicht in den Flammen und enorme Mengen Gas. Also ich meine, wir sehen die Rohre verbraucht und eingesetzt. Ratio dahinter, warum jetzt hier also diese ganzen Blinkeleuchten und das ganze Getröte sind, hat zwei Dinge, also soll auf zwei Dinge hinweisen. Einmal, ne, Stormwellman sagt schon, Gas ist teuer. Da muss man also gleich erstmal ein Signal setzen, so, ey Leute, der Ofen ist an. Und der zweite Grund ist, das hat dieselbe Funktion wie das Piepen im Auto, wenn ihr mit angeschalteten Scheinwerfern die Tür aufmacht. Wir haben da vorne die Tür aufgemacht. Ne? Oder die Soldaten wahrscheinlich viel mehr. Und jetzt trötet das hier ohne Ende, um den Leuten, die gerade hier den Raum verlassen, anzuzeigen. Ey, hallo, hallo. Ihr habt den Gasofen angelassen, das solltet ihr vielleicht nicht tun, wenn ihr nicht die ganze Basis in die Luft sprengen wollt. Und genauso, ne, wie das im Auto ausgeht, wenn ihr dann das, ne, Scheinwerferlicht ausmacht bei offener Tür, geht es hier dann auch aus, wenn wir den Ofen ausschalten. Das ist hier der Sinn der Übung. Das und natürlich überhaupt nichts anderes. Dankeschön. Bitteschön. Sind schon echt schlaue Füchse. Ja, finde ich auch.
Können sie das auch unsichtbar machen, einfach nur aus Jux und Dollerei. Hilft uns aber auch nicht weiter. Ja, traurige Geschichte. Ich weiß gar nicht, was ich machen soll, Herr Computer. Oh nein, oh nein. Allegation hat unnützes Wissen erhalten. Ich sehe, wir kriegen die Zeit hier auf jeden Fall rum. Unnützes Wissen. Genau, das da hatten wir beim letzten Mal. Die Haftkraft an den Füßen von Geckos ist so stark, dass ein ausgewachsenes Tier nur mit Hilfe eines Zehs an der Wand hängen kann, ohne abzurutschen. Tja, da kann sich Spidey noch eine Scheibe von abschneiden. Der braucht mindestens eine Hand, wenn ich mich nicht irre. Tja, jetzt können wir runterzählen gleich. Achtung, Achtung. Und es ist gleich soweit. Zehn, neun, acht, sieben, sechs, fünf, vier, drei, zwei, eins. Juhu! Bitter. Aber ich schlage vor, wir machen das jetzt mal so. Einfach nur, weil ich neugierig bin, was sie, wie sie jetzt handelt. Keks möchte auch noch eine Garbage Explanation, nämlich, warum macht Maika das Würstchen? Die Sache mit Maika macht das Würstchen ist hier ein klares Missverständnis des Werbeslogans. Alle denken immer, es geht um das Produkt, das Maika anbietet. Aber das ist hiermit nicht der Fall. Eigentlich versucht der Slogan uns mitzuteilen, wer der geniale Kopf hinter den Würstchen von Maika ist. Es handelt sich nämlich hier um einen sehr erfahrenen und sehr findigen Metzger mit einem unglaublichen Händchen für Wurstwaren. Und er hat nun mal den zugegeben etwas zweifelhaften, aber vielleicht doch zutreffenden Namen, das Würstchen. Und deswegen heißt es, Maika macht das Würstchen. Wisst ihr Bescheid? Dankeschön. Bitteschön. Okay. Caleb.
nochmal richtig Erfahrungspunkte. Gucken, ob wir uns das leisten können, Beherrschung auf 5 zu setzen. Können halt de facto sonst dann nichts machen. Ich weiß nicht, ob das, ob es das am Ende wert ist. Ich weiß wirklich nicht, ob es das am Ende wert ist. Wir versuchen das mal so. Die Antwort ist sehr verwirrend. Es tut mir leid, Keks. So, Krankenhaus. Wir gucken uns noch mal um. Huch. It's in better shape than the morgue. They didn't expect to have so many casualties. Desinfektion im Gange. So, aber ich glaube, wir hatten hier aus den Leuten nicht viel rausgekriegt. Es war mehr so. They've gathered his things to send to his family. Will they also get a medal and a pat on the back? Zack. Naja, fahren wir noch mal ein bisschen was über Tote, die es gab. They've already lost many men. So, ich sammle nur noch flott Informationen. Ne? Was haben wir da? Alte Münze hat sich schon gelohnt. Wer weiß, wozu die am Ende noch gut ist. Bin wirklich gespannt, ob wir den die Auseinandersetzung. We have to. It hurts like hell. But ja, kennen wir. In der Rehabilitationsphase. Bibel studieren. He's done his own translations of whole passages that deal with the power of faith. Sounds like someone's trying to understand his own abilities. She died instantly. Okay, das ist nochmal, das war tatsächlich nochmal wichtig. Gut, dass wir uns umgeguckt haben. May she take her research to the grave.
Miss Favarone. Mehr ist hier nicht. Konnte ich nicht gerade noch da irgendwie? Nee, das war der Mauszeiger. Okay. For someone, Chris. Tja, ich bin mir nicht sicher. Ich glaube ja, Chris hat's erledigt. Entgangene Anrufe von Lara und von einem unbekannten Anrufer. Aber erst danach von Lara. Okay. Chris? Ich fürchte, Chris macht's nicht mehr lange. Mein Beileid. So. Onkel Doktor ist da. I've never seen anything like it. Ja. An enormous beast. I don't know how I'm still alive. Please help me. Nee. Help me. I know I'm gonna die. They won't say it to my face, but I know it. The list of prescriptions is long. They still hope they can save him. Okay. I'm so tired. Ja, offensichtlich. Okay. Gut, Leute. Dann wollen wir mal. Können wir noch? Haben wir noch? Wir haben noch. Guckt mal. Also besser können wir da eigentlich gar nicht reingehen, ne? Mal gucken, ob uns die V-Tail von Quentin King möglicherweise noch was hilft. Eigenschaft erhalten, Stimme der vergangenen Zeit. Hier. Mit ein Hunger weniger pro Beherrschung. Ja, großartig. Großartig. Dann hoffen wir mal, dass uns das auch... dass sich das hält, wenn wir da jetzt rübergehen. Keks holt sich mal seinen Schönheitsschlaf. Das ist völlig in Ordnung, Keks. You. Ich wünsche eine gute Nacht. How many innocent lives did you take to get here? It's time to put an end to this. I would be impressed if I wasn't so tired of all this. This time, you're alone. You can't harm me. None of your kind can. I forbid you to come any closer. My faith is my shield. Ich kenne das. To be able to turn us away like that, that's a rare gift for a mortal. Some of us don't even believe it's possible. You have failed. Not yet. You're not infallible. As long as I have God on my side, I will be. I'll break you. You and your faith. A touch of bravado. Now that you're cornered, nothing can stop us. You're done for. Ich bin gespannt. Nein. We won't disappear without a fight. The war is already won.
We've proven we're much more powerful than you. You took us by surprise, but now we've been warned. The battle will be long. Resistant, like cockroaches. Unlike you, we have all of eternity before us. Your pitiful efforts to reach me won't change a thing. What's your plan here? To put a stop to you. By killing me. We are Legion. Killing one of us won't make the rest of us vanish into thin air. Ich weiß, dass alles von ihm abhängt. Das haben wir nämlich rausgefunden. I beg to differ. You are the cornerstone of this operation. If you were to disappear, the Society of St. Leopold would withdraw. We're not the only ones committed to this fight. If you truly trust them, then why take over control here? They needed guidance. You should never have exposed yourself. The Inquisition of Boston will die with you. No one will continue your fight. All of this energy wasted. Why? I have seen the consequences of your crimes. I have dried orphans' tears, tended to gaping wounds, calmed tormented minds. You spread your plague like rats. You feed off the human race. You're nothing but parasites. Okay, wir verteidigen uns. Will ich die zusätzlichen... Wir haben noch einen Haufen Münzen. Wir haben noch 5 Münzen. Okay, wir müssen an Willenskraft wirklich nicht sparen. Dann, volle Möhre. Ja, war ganz gut. At least I don't deny my true nature. I know what I am. A creature superior to you mortals. But we're not just talking about humans here. You profane the very earth with your presence. From the shadows, you manipulate the fates of civilizations. You bring famines. You stoke wars. You seek to take control of the entire world. And you'll be the cause of its ruin. Leopolds Gesellschaft ist auch nicht besser, ist eigentlich das beste Argument, das wir bringen können. And what about you? You live in secrecy. You lie to those you feign to protect. No government dares stand up to you. But we're doing nothing more than defending them. For now. But that's how tyrants are born. You're no better than us. Ne, selbe Struktur. I smell nothing but destruction in your wake. What would you have me do? Faced with a creature stripped of all emotion, who sees you as nothing more than cattle. I've lost count of the number of dead bodies and broken lives. Fire is the only path to redemption. Down to the very last. Habe den Brief gelesen, das Gold, einige uns benutzen, nicht zerstören wollen. That may be what you believe, but there are others who disagree. What? The head of the SAD thinks he can use us to his advantage. And he's not the only one. Like so many terrorists moved like pawns on a geopolitical chessboard. I will never let that happen. It's above your pay grade, and you know it. I must try. In the end, only one question remains. Why do you continue to fight when the outcome is already decided? Your demise is inevitable. Why do you refuse to accept it? Oh, wie die Musik im Hintergrund aufs Crescendo zugeht, ist es groß. Ich muss mich um Sulfen kümmern. I am bound to a young woman. I can't let her fall into your hands. I must repair my mistakes. Do you think I don't know what that means? She is bound to you in the most egregious of ways. You've no regard for her free will. And still, you reason you're fighting for her.
Okay, krass. Das habe ich nicht kommen sehen. Dann können wir... Ich werde gleich, ich bin ein Raubtier, antworten. Ich habe aber das Gefühl, das ist es auch nicht. Scheiße. Dann hat... Kann es sein, dass der einzige Weg ist, an diesem Punkt zu gewinnen, im Gespräch mit Burrell zu vergeben? Denn das würde ihm quasi den Sinn geben, sein Gegengewicht zu sein. Ne? Burrell, sein Fehler, und Caleb, der als Gegengewicht dagegen halten muss, damit Burrell nichts anstellt oder nicht zu viel zumindest. Das wäre eventuell ein Sinn, der vor Stanford Bestand hat. Aber das würde bedeuten, dieses Szenario hier, also diese Auseinandersetzung hier ist nur unter ganz, ganz bestimmten Bedingungen überhaupt gewinnbar. Ich traue es ihnen zu, weil es ist eine wirklich, wirklich harte Auseinandersetzung. Es ist völlig okay. Aber wow. Wow. Weil es ist ja... Das bedeutet ja, du musst den richtigen Lösungsweg wählen beim Ausbruch aus der Gefangenschaft. Und das bedeutet, du musst ihm danach in diesem... Du musst ihn in der Konfrontation besiegen und ihm dann vergeben. Und ich bin mir nicht mal sicher. Ja, wobei, es kann sein, dass am Ende die Wahl, ihm zu sagen, er soll sich von Su Feng fernhalten, gar nichts bringt, dass er sie vielleicht trotzdem verwandelt, obwohl... Ne? Obwohl wir diese Auseinandersetzung hatten, es würde aber gleichzeitig bedeuten, mehr oder weniger dieser ganze Handlungsabschnitt, völlig egal, was wir da machen, ist voll für ein Dings, weil er nichts ändert an dem, was rauskommt. Oh. Okay, wir versuchen es. You can struggle. It's the natural order of things. The fight will only heighten my primal instincts. No creature can resist the Almighty. I am here for only one thing. I am a monster. Your predator. That's impossible. You're my prey. Yeah. A sheep that has become separated. Ich hätte es nicht gedacht, aber... I'm hunting. I'm going to show you the price you must pay if you come after me. This is impossible. Now, you will die. Stay back! Deus meus. You're taking me. Father. Why did you abandon me? Ooh.
fand es ein bisschen risky, von ihm zu trinken. Aber haben wir geschafft. Die Besinnung auf die wahre Natur hat es, glaube ich, hier gerissen. So, das Klare ins Verhältnis setzen zwischen Vampir und Mensch, Jäger und Beute. So, das, ich hätte gedacht, dass er uns das negativ auslegt, aber möglicherweise auch, weil wir eben die ganzen anderen Phasen gewonnen haben, hat das funktioniert. Gail did it. Völlig okay, Letivi. Ich habe mich ja auch gefreut.